Ja, hallo, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz vom HC Erlangen vor dem Spiel am Donnerstag gegen die Füchse aus Berlin. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adastan Eyosson und unseren Kreisläufer Jonas Tümmler. Ja, die erste Frage geht wie immer an den Trainer Adli. Es gibt einige Ausfälle zu beklagen. Wie geht es der Mannschaft und wie hast du die Jungs auf Donnerstag vorbereitet oder wie bereitest du sie vor? Ja, die Jungs sind schon, die sind so ein bisschen alle schockiert, wie schnell es ging. Trotzdem jetzt auf einmal, dass zwei, drei wichtige Personalien halt doch abgebrochen sind. Aber trotzdem, wir müssen einfach jetzt zusammen, enger zusammendrücken. Wir werden halt besonderes Wert jetzt auf ja, unsere Leidenschaft, Kampfwille, vor allem in unserer Abwehrarbeit, dass wir da in unser Konterspiel halt reinkommen. Und so wollen wir natürlich... Ja, kommt eine Mannschaft jetzt mit geballter Qualität mit dem Füchse Berlin. Aber trotzdem haben wir gute Spiele gegen die in die Vergangenheit geliefert und trauen uns auch zu, jetzt hier in die Arena gegen die gut mithalten zu können. Und vielleicht, wenn wir das Spiel noch etwas länger aufhalten können oder eng halten können, dann ist vielleicht eine oder andere Überraschung auch möglich. Danke, Adli. René, wie groß schätzt du denn die Chancen ein für Donnerstag? Ja gut, wir gehen natürlich... immer optimistisch in ein Spiel rein. Wir wissen aber natürlich auch, was für ein Gegner da uns jetzt erwartet. Das ist mit Sicherheit der schwerste, den wir jetzt bisher in der Arena in dieser Saison hatten. Aber auch dort sehe ich uns nicht chancenlos, weil ich glaube, auch die Situation, so angespannt sie personell jetzt auch sein mag, kann natürlich auch eine Chance mit sich bringen. Eine Chance, dass sich jetzt ja, die Mannschaft daran auch ein bisschen hochstachelt und sagt, komm, jetzt erst recht versuchen wir die Situation gegen so eine Top-Mannschaft zu lösen. Birgt natürlich auch die Möglichkeit für andere Spieler, sich da jetzt mit der Verantwortung auseinanderzusetzen und dort auch entsprechend ihre Leistungen und ihre Qualitäten auf die Platte zu bringen, die sie zweifelsohne haben. Und dementsprechend, ja, gehen wir natürlich sehr... trotzdem sehr optimistisch in dieses Spiel rein, wissen aber auch, wie schwer es wird. Berlin ist letztes Jahr nicht umsonst Dritter der Abschlusstabelle geworden, greifen dieses Jahr auch wieder die Champions League-Plätze mit an. Haben aktuell, glaube ich, auch eine relativ starke Verletzten-Situation, wobei auf halb rechts der Nationalspieler Wiede jetzt wieder fit ist, gleich im letzten Spiel 6 Tore gemacht. Also da wissen wir schon, welche Qualitäten uns erwarten. Ich glaube, die Favoritenrolle ist da auch klar bei den Berlinern, aber... vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht aus dieser Rolle, die wir jetzt da am Donnerstag haben, heraus. Unsere kleine Chance, die wir vielleicht trotzdem haben, zu nutzen und natürlich auch mit dem Publikum im Rücken, ähnlich schon wie gegen Göpping oder Gummersbach, eine gute Leistung auf die Platte zu bringen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist dann am Ende auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite und auch mal der ein oder andere Punkt, den wir hier in Franken behalten können. Danke. Danke, René. Jonas, du hast vor deinem Wechsel nach Erlangen selbst bei den Füchsen Berlin gespielt, kennst die Mannschaft dementsprechend auch gut. Wo siehst du denn die Stärken des Teams? Von uns oder von Berlin? Von Berlin. Ja, Berlin ist rundum eine gute Mannschaft, auf jeder Position doppelt gut besetzt. Angriff wie Verteidigung ist sehr gut, sonst würden wir letztes Jahr nicht auf Platz 3 sein oder eher Pokalsieger. Und ja, es ist schwierig, so eine Mannschaft zu knacken, da muss alles stimmen bei uns. Und wir werden uns jetzt die letzten beiden Tage nochmal sehr gut darauf vorbereiten. Und dann werden wir alles reinwerfen, dass wir zu Hause halt, wie gegen Göpping schon, ein gutes Spiel geliefert haben. Auch am kommenden Donnerstag ein gutes Spiel abliefern und eventuell holen wir halt einen Punkt oder zwei. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. René, die Unterstützung des Publikums ist in dem Spiel wahrscheinlich noch nötiger als gegen Göppingen, gegen Gummersbach. Wie sieht der Vorverkauf aus? Ja, besser als die Spiele davor, ganz klar. Wir sind jetzt raus aus der Ferienzeit. Natürlich muss das Thema jetzt auch wieder anlaufen, aber das Berlin natürlich auch ein guter Gegner dafür. Ich meine, das ist eine Spitzenmannschaft, die wir jetzt am Donnerstag hier in Nürnberg haben und dementsprechend ja, brauchen wir auch jeden Einzelnen auf den Rängen. Ich glaube, man hat in den letzten beiden Heimspielen gesehen, wie wichtig diese Unterstützung auch für die Mannschaft ist. Hat sie bis zur letzten Sekunde beim Göppingen-Spiel nach vorne gepeitscht. Am Ende haben ein paar Millimeter gefehlt zum Punktgewinn gegen so eine andere gute Mannschaft. Vielleicht klappt es am Donnerstag
auch mal mit dem Punktgewinn beziehungsweise mit dem doppelten Punktgewinn auch für uns. Wir hatten ja vor ein paar Jahren schon mal die Situation, dass wir einen Punkt gegen Berlin holen konnten, haben, wie Adi es ja gesagt hat, immer eigentlich auch ganz gute Spiele gemacht. Da hoffen wir natürlich, dass wir jetzt auch den gleichen Kampf und die Leidenschaft sowohl in der Abwehr als auch im Angriff auf die Platte bringen können, um dann natürlich auch unsere Chance dort zu nutzen. Adli, nach der Verletzung von Teile sah es erst so aus und auch deine ersten Worte waren, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Jetzt hat es sich doch schwerer erwiesen. Kannst du nochmal erklären, wie geht es ihm jetzt und was genau ist das Problem? Ja, der Teilinger hat sich in dieser Aktion durch einen Schlag auf die Kniekehle sich nicht gut kontrollieren bei der Landung, da ist der schwer umgeknickt. Wir dachten am Anfang, weil das Knie war unvorbelastet, also war keine Verletzung an Knie zu sehen, dann hatten wir erst einmal durchgeatmet, dass da nichts war, aber leider beim MRT-Untersuchen kam raus, dass es keine Bänder, also wir haben gedacht, dass vielleicht Außenband den Fuß oder sowas wäre, aber leider hat er das Sindel-Mosel-Band angerissen. Und musste halt am Montag, Vormittag dann operiert werden. Und der geht ja dementsprechend gut. Der Verlauf war gut, die Operation ist gut verlaufen. Und jetzt fängt der in seinen Reha-Plan halt ein und wird mit unseren Physios und Reha-Trainern arbeiten. Wie sieht die Situation aus mit Benedikt Kellner? Wie schwer ist der noch verletzt am Handgelenk? Der hat so eine Pellung, eine Kapselverletzung gehabt am Handgelenk, deshalb haben wir ihn auch jetzt ein bisschen geschont, auch zwar die zweite Mannschaft, aber wir rechnen damit, dass Kellner hat heute seine letzte Kontrolle nochmal, um das ja endgültig grünes Licht zu bekommen. Die Untersuchung steht noch aus, aber wir sind zuversichtlich, dass es vor Donnerstag reichen wird. Gut gespielt gegen Berlin, hat der HC Erlangen eigentlich relativ häufig, bloß relativ selten kam was dabei rum auch. Was genau muss funktionieren, dass man auch nicht nur gut spielt, sondern was holen kann gegen Berlin? Ja, wir müssen von die Temposteuerung besser kommen, dass wir halt weiter auch was die Abwehr betrifft, dass wir aggressiver sind als vielleicht in den letzten zwei Spielen, dass wir ein bisschen kompakter halt da agieren. Natürlich, die Abwehrmethode muss blendend funktionieren. Wir müssen in unser Konterspiel halt reinkommen, die erste Welle ein bisschen forcieren. Die hat uns auch nicht, haben wir zu wenige Bälle halt bekommen über die erste Welle, trotz dass wir einigermaßen viele Bälle erobert haben. Und vorne müssen wir weiter diszipliniert, clever spielen und vor allem brauchen wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut in alle unsere Aktionen jetzt und ich hoffe, dass wir die Handbremse ein bisschen ablegen können und wie Rene schon gesagt hat, dass so eine Aktion halt kommt, das muss halt funktionieren, dass wir uns über uns hinaus wachsen als Mannschaft in die Kollektive, um Berlin halt hier zu Hause was zu nehmen. So, gibt es noch Fragen der Presse? Das ist nicht der Fall. Damit danke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und wir sehen uns dann am Donnerstagabend um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder.